Hallo unsere Holzfreunde. Herzlich willkommen auf unserer Firma InstaBuilt. Ich bin Arta und heute erfahrt ihr alles rund um das Thema Holzbau, Holzhäuser und am besonderen InstabuiltCube. In unserer InstabuiltCube-Fabrik produzieren wir Bioholz und gesunde modulare Lösungen mit hohen Umweltstandards. InstabuiltCube baut nicht auf der Baustelle, sondern in der Produktionshalle unserer Firma, weil in der Produktionshalle in höchster Präzision mit den neuesten Hightech-Maschinen und witterungsunabhängig gefertigt werden kann. Wir bauen das Würfel komplett fertig in der Fabrik und testen es auch dort wie ein fertiges Auto, denn nur damit ist eine perfekte Qualität möglich. Dabei setzen wir Boden, Wände und Decken zu kompletten Räumen zusammen und bauen sogar Elektrik, Wasserinstallation, Heizungsinstallation sowie den kompletten Innenausbau bis zur letzten Steckdose im Werk ein. 2 Monate nach Ihrer Bestellung ist das Haus fertiggestellt. Die fertigen Gebäudemodule transportieren wir dann mit LKW und haben sie mit dem Kran an den Bestimmungsort. Nach der Lieferung kann es innerhalb von 3 Stunden montiert werden. Ihr neues Zuhause, Büro oder Restaurant nur innerhalb weniger Stunden. Und dann könnt ihr Ihre InstabuiltCube auch wieder umziehen. Es wäre mobile. Und wenn man umziehen möchte, dann nimmt man sein Haus einfach mit. Wohnen to go or flying home sozusagen. Dann schauen wir mal, wie unsere InstabuiltCube Außenwand aufgebaut sind. Unsere InstabuiltCube ist aus vielen verschiedenen Varianten des Fassade. Wenn ihr für ein Holzhaus mit Holzfassade entscheidet, diese die Farbe nicht verändern soll, sollte die Fassade ca. alle 3 bis 4 Jahre streichen. Diese sind Aufwand, die man mit einkalkulieren muss. Die Alternative wäre eine hüppelige Fassade, in unserer Region sehr beliebt ist. Wandaufbau. Wie seht ihr im Detail aus? Die Muster hier unten sind, dann möchten wir euch einfach mal zeigen, wie unser Wandaufbau im Detail Sicht für Sicht aussieht. Hier seht ihr schön Holz-Unterlüfter-Fassade, Bau einer Unterlüfter-Fassade, Diffusivfolie, Holz-Wärmedämmung, Holzrahmen 6er oder 20er, dann die Holz-Wärmedämmung, dann die Dampfbremse, die dahinter ist für die Luftdichte, sodass ihm das Schimmer wegwerfen. Dann doppelte OSB-Platte, das bedeutet wie Spannplatte, die dafür zuständig ist, dass die Wand ausgestreckt wird. Holzlatterrahmen, hier Elektriker und alle Installationen vorbeikommen, dann eine Wärmedämmung einbringen. Dann weiter eine Holzschalung, dann es wird noch einmal eine Thermacell-Platte. Hier kann man besichtigen, dass wir hier kompletten natürlichen Baustoff verwenden. Kein Stahl, nicht kontinuierlich, sondern Eco-, Grün- und Nachhaltigkeitslösung. Als für die Gesamtkonstruktionen, es werden tragende Bauelemente wie Schützen und Balken, Dicke ausgeführt als statisch notwendig. Je dicker das Holz, desto schwerer ist es entflammbar. Viele denken bei Holzhäusern nur an dünnenwandige Vereinbungalow, durch die man jedes Husten des Nachbarns hört. Aber die modernen Häuser wie InstabuiltCube haben damit jedoch nicht gemein. Durch die intelligente Konstruktion, diese wird durch einen mehrsichtigen Aufbau von Wänden und Decken ermöglicht. Holzhäuser weit über 100 Jahre werden und für mehrere Generationen bewohnbar bleiben. Wir stehen hier in einem Würfel bei der Firma InstaBuilt aufgestellt. Solche Häuser gerade sehr populär sind. Hier haben wir Schlafzimmer und Wohnessenzimmer, ein Badezimmer, der Flur und den kompletten Home-Office-Bereich. Jetzt sind wir im Schlafzimmer. Einrichten ist Geschmackssache. Wenn man wenige Flaschen nimmt, muss man die Flasche intelligenter, sinnvoll nutzen. Bei uns jeder Millimeter Raum genau durchdacht ist. Zum Beispiel, jetzt können wir die gleiche Sache wie in einem 150 Quadratmeter Gebäude aus einem 60 Quadratmeter unterbringen wie immer. Weniger ist mehr. Es gibt ganz viele Varianten, wie ein InstabuiltCube sein könnte. Hier stehen wir hier gerade in einem Modul mit 60 Quadratmeter. Es kann auch Multifunktionraum sein. Wenn man Homeoffice benötigt oder Musikstudio oder Restaurant und so weiter. So ein kleines ist größer als man denkt.
Hier haben wir alles drin, alles dran, was ein gutes Zuhause braucht. Unsere Wohnzimmer haben große Fenster, durch die man ins Grüne blinkt. Die Heizung selber kann über Fußbodenheizung, Wand, Kollektoren oder Solarsystem an der Decke gemacht. Hier haben wir das Waschbanken und Spiegel, ein Bodenwelle, die Dusche und der Klo. Zum Schluss ist nochmal zu sagen, dass Holz der nachhaltigste Baustoff der Welt ist. Wir möchten das tolle Wohngefühl nicht mehr missen und würden uns sehr freuen, wenn wir euch dabei helfen, euren Wohntraum aus Holz mit unserer InstabuiltCube erfüllen.